So, Aufnahme läuft. Wir sind wieder zurück. Also, ich denke, es ist sinnvoll, dass wir zwischen zwei Kapiteln, also dass wir keine Aufnahme machen, die von einem Kapitel zum nächsten springt, sondern am Ende eines Kapitels die Aufnahme beenden und eine neue Aufnahme machen, auch wenn wir noch mittendrin im Termin sind. So, es geht jetzt um Informatik und Gesellschaft. Das ist ein Thema in beiden Curricula, Lehramt-Gymnasium und Lehramt-berufliche Schulen. Eines der inhaltlichen Themen aus diesem Curricula, das wir in die Fachdidaktik 1 eingeordnet haben. Und da möchte ich, das möchte ich oder muss ich beginnen mit einem Disclaimer. Ich werde auch rechtliche Aspekte behandeln. Erstmal der wichtigste erste Punkt vorneweg. Ich gehe nur nach deutschem Recht vor. Natürlich, ich meine, wir reden hier über Lehramtsausbildung für deutsche Schulen, eigentlich sogar genauer für hessische Schulen, aber dann natürlich eben Deutschland allgemein. Und das, was ich hier dazu zu den rechtlichen Aspekten sage, kann durchaus in anderen Ländern anders aussehen. Also wenn Sie mal in einem anderen Land arbeiten, dann können Sie natürlich nicht das, was ich hier zu den rechtlichen Sachen sage, eins zu eins übernehmen. Auch schon in den anderen deutschsprachigen Ländern, Österreich und in der Nordschweiz. Ethische Aspekte werde ich dann im Anschluss an rechtliche Aspekte behandeln. Die sind durchaus auch in anderen Kulturen sehr unterschiedlich. Darauf werde ich an der einen oder anderen Stelle zu sprechen kommen. Auch im angelsächsischen Kulturkreis, also Großbritannien, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, obwohl dieser Kulturkreis uns schon relativ nahe ist, sind viele Dinge kulturspezifisch doch schon anders. Und in anderen Kulturkreisen natürlich erst recht. So, was noch wichtig, ich behandle zwar rechtliche Aspekte, aber ich muss darauf hinweisen, dass ich kein Jurist bin und kein Volljurist bin und keine Rechtsberatung daher machen darf und auch nicht machen will. Also verstehen Sie das nicht als Rechtsberatung. Das ist auf keinen Fall gemeint. So, was noch? In diesem Kapitel, also ich werde auf Strafrecht, auf deutsches Strafrecht zu sprechen kommen. Aber das wird an der einen oder anderen Stelle auch nochmal klar werden, wenn Sie eine Straftat begehen oder wenn ein Schüler oder eine Schülerin eine Straftat begeht, wo dann auch noch Schadenersatz oder Schmerzensgeld anfällt, dann kommen diese zivilrechtlichen Konsequenzen eben noch hinten rein. Schadenersatz eben, das heißt für bezifferbare Schäden, zum Beispiel wenn ein Schüler einem anderen die Brille kaputt macht, dann ist das ein bezifferbarer Schaden, die Neuanschaffung der Brille, wieder die Ersatzbeschaffung der Brille, Schmerzensgeld für nicht bezifferbare, nicht materielle Schäden. Entsprechend auch. Und Sie werden ja voraussichtlich im öffentlichen Dienst sein, also in staatlichen Schulen sein. Da gibt es auch noch das Dienstrecht, ja, dass bei ernsthaften Verfehlungen, dass Sie dann aus dem Amt entfernt werden, also wenn Sie zum Beispiel Beamter sind, dass Sie dann aus dem Amt entfernt werden, nicht nur gekündigt werden, sondern aus dem Amt entfernt werden unter Wegfall der Altersbezüge. Also an staatlichen Schulen vor allem. So, ich betrachte mehrere strafrechtliche Punkte. Ich fange an mit dem Thema Datenschutz und in der Aufbereitung habe ich mich an der Wikipedia orientiert, weil das den Vorteil hat, dass Sie dann von den Folien mithilfe der Wikipedia sich tiefer da einlesen können, dass Sie da eins zu eins den Übergang schaffen von den Folien zu einer allgemein zugänglichen Quelle. Also, dass Sie auch insbesondere keine Bücher kaufen müssen. So, zum Datenschutz gibt es ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, nämlich, dass jede Person grundsätzlich selbst über alles, was mit den eigenen Daten passiert, eigene personenbezogene Daten basiert. Wir werden gleich sagen, was personenbezogen heißt, darüber selbst bestimmen darf. Grundsätzlich heißt, dass es dann durchaus auch Einschränkungen geben kann, die aber klar definiert sein müssen. So, was sind personenbezogene Daten? Einzelangaben über einzelne Personen.
Ja, nennen wir doch ein paar Beispiele, oder? Was ist das alles? Also der Name ist natürlich das sind personenbezogene Daten, aber auch ohne namentliche Nennung können Sie in Probleme kommen, wenn Sie personenbezogene Daten verwenden, sofern die Person aus den Daten bestimmbar ist. Also wenn Sie sagen, Sie reden von einem Studenten der TU Darmstadt, der an der und der Adresse wohnt, ja, in einem Einfamilienhaus, dann ist die Person sicherlich leicht bestimmbar dadurch. Oder durch die Matrikelnummer ist im Prinzip die Person auch bestimmbar, auch wenn nicht jeder die Möglichkeit hat, aus der Matrikelnummer dann den Namen und die Adresse der Person herauszufinden. Ja, solche eindeutigen Identifikationsnummern, auch Telefonnummer, also Handynummer beispielsweise nicht. Auch mit IP-Adressen, in manchen Situationen sind sie personenbezogen, in anderen sind sie nicht personenbezogen. Und dann gibt es bei den personenbezogenen Daten auch noch besonders Schutzbedürftige. Das sind zum Beispiel Daten zu der Gesundheit der Person, über die Herkunft der Person, über Orientierung der Person und so weiter. Daten, die leicht missbraucht werden können, sind insbesondere schutzbedürftige Daten. So, was sagt das Bundesdatenschutzgesetz dazu? Das Bundesdatenschutzgesetz definiert erst einmal einen Grundsatz, das nennt sich Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Was heißt das? Es ist erstmal alles verboten, nur manche Dinge sind dann doch erlaubt. Was muss Voraussetzung sein, damit etwas erlaubt ist? Entweder, dass eine klare Rechtsgrundlage geschaffen ist, zum Beispiel zur erkennungsdienstlichen Behandlung von Personen durch die Polizei, oder ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen. Also nehmen wir nochmal das Beispiel erkennungsdienstliche Behandlung einer Person durch die Polizei. Da kann man üblicherweise nicht erwarten, dass die Person eine ausdrückliche Einwilligung geht. Wenn es um einen Beschuldigten handelt, wird die Person vielleicht nicht unbedingt ausdrücklich ihre Einwilligung geben. Dafür ist aber nicht notwendig, denn es gibt eine klare Rechtsgrundlage dafür, unter welchen Umständen die Polizei das Recht hat, jemanden auf die Polizeiwache mitzunehmen und dort erkennungsdienstlich zu behandeln. Wenn etwas nur durch ausdrückliche Einwillegung, wenn es keine Rechtsgrundlage gibt, in dem Sinne wie eben im Beispiel mit der erkennungsdienstlichen Behandlung, sondern eine ausdrückliche Einwilligung nur als Grundlage vorliegt, dann müssen Sie damit rechnen, dass diese Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann. Das heißt also, Sie können nicht darauf bauen, dass Sie eine einmal gegebene Einwilligung, dass Sie damit bis in alle Ewigkeit herumhantieren dürfen. Es kann jederzeit passieren, dass die Einwilligung zurückgezogen wird und dann müssen Sie sofort alles, was Sie mit diesen personenbezogenen Daten gemacht haben, stoppen und löschen und so weiter. Datensparsamkeit und Datenvermeidung, das heißt also, nur so viele Daten zu erheben und zu speichern und zu verarbeiten, wie unbedingt notwendig sind und wo immer möglich eine Anonymisierung, das heißt, es ist keiner Person mehr zugeordnet oder einer Pseudonymisierung, das heißt, es ist noch einer Person zugeordnet, aber es ist nicht bestimmbar, welche Person das ist. Ja, also wenn Sie zum Beispiel in Daten haben, dass eine Person im Supermarkt, was weiß ich, Äpfel kauft und die Person auch Birnen kauft. Also es ist natürlich legitim für den Supermarkt zu verstehen, ob Personen, die Äpfel kaufen, auch bevorzugt Birnen kaufen, sodass also der Supermarkt dann entsprechend das Marketing angehen kann. Das sind noch nicht personenbezogene Daten, aber sind Daten zu einer Person. Und wenn Sie diese Person pseudonymisieren, zum Beispiel indem Sie einfach eine Nummer geben statt eines Namens, also jetzt nicht gerade die Kreditkartennummer, aber sondern so irgendwie eine künstliche Nummer, die nichts mit der Person zu tun hat, dann sieht die Rechtslage schon ein bisschen anders aus.
So, was sagt das Bundesdatenschutzgesetz denn allgemein? Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten. Schauen wir uns mal an, was das ist. Erhebung, schon die bloße Beschaffung. Also schon das Herunterladen irgendwo im Internet ist die Erhebung von den entsprechenden Daten. Verarbeitung, ja, hier sind ein paar Verben genannt, was Verarbeitung alles beinhaltet. Auch das Löschen übrigens, Nutzung, alles, was eben nicht unter diese Verben fällt, alles, was man sonst so damit machen kann, zum Beispiel irgendwelche Verknüpfungen anstellen zwischen den verschiedenen Daten. So, jetzt kommen wir langsam zur Schule oder auch zu anderen Institutionen, Unternehmen und so weiter. Alle Einrichtungen, das sind Schulen, das sind Behörden, das sind Unternehmen, Vereine. Für alle ist durch das Bundesdatenschutzgesetz vorgeschrieben, ein Dokument zu führen und immer aktualisiert zu halten, das den Namen Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten trägt. So, und aktualisiert halten ist natürlich das auch deshalb notwendig, weil es kann jederzeit passieren, dass die Aufsichtsbehörde, der zuständige Datenschutzbeauftragte, sofortige Einsicht in dieses Dokument verlangt und dann sollte es tunlichst aktualisiert sein. Verstehen Sie? So, da wird alles, aber auch wirklich alles, an was mit den Daten passiert, aufgelistet und wir sehen uns an, was dazu alles jeweils aufgelistet ist. Immer aktuell zu halten, haben wir eben gesehen. So, was muss da mindestens immer angegeben werden für jede Verarbeitungstätigkeit von Daten? Was sind die Mindestangaben? Erstmal, wer die Verantwortlichen dafür jeweils sind für jede Verarbeitungstätigkeit. Auch dann immer jeweils der zuständige Datenschutzbeauftragte, sofern da einer vorhanden ist. Was sind die Zwecke der Verarbeitung? Also zum Beispiel Führung von Anwesenheiten von Schülerinnen und Schülern, zum Zwecke, das auf dem Zeugnis zu vermerken oder ähnliches. Was für Kategorien gibt es? Ja, das sehen Sie jetzt an diesem Beispiel. Die Schüler und Schülerinnen und Schüler bilden eine Kategorie, die Lehrkräfte bilden eine Kategorie, das Rektorat bildet eine Kategorie und so weiter und so weiter. Administratoren sind vielleicht, könnte man vielleicht auch noch nennen als eine weitere Kategorie. Eltern vielleicht sogar auch, wenn auch die Eltern irgendwie mit einbezogen sind, also deren Daten mit einbezogen sind. So, und natürlich auch, welche Kategorien von personenbezogenen Daten es gibt. Ja, also zum Beispiel die Kategorie Adresse, die Kategorie Note, die Kategorie Fehltage, die Unterkategorie unentschuldigter Fehltage und so weiter. Und auch, wir haben jetzt sehr häufig mit der Übermittlung von Daten zu tun. An einer Stelle werden die Daten erhoben und woanders werden die Daten empfangen. Zum Beispiel, dass der Rektor oder die Daten bekommt über unentschuldigte Fehltage oder so etwas Ähnliches. Auch hier oder wenn Eltern Einblick haben dürfen, beispielsweise, dann wären sie auch eine Kategorie von Empfängern. Gut, wir haben das Thema Datenschutzbeauftragte eben kurz schon mal angesprochen. Und grundsätzliche Regel ist, alle Schulen in Deutschland, auch die privaten, haben einen zu bestellen. Muss aber jetzt nicht jemand sein, der nur für diese Schule zuständig ist. Kann auch einer für mehrere Schulen sein. Kann zum Beispiel jemand sein, der vom Schulamt bestellt ist oder ähnliches. Ja. Es kann durchaus sein, dass die Schulen mit dem Thema gar nichts zu tun haben, dass in einer übergeordneter Stelle ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist. Was sind die Anforderungen? Er muss fachlich kompetent sein in Informatik, also in IT, und juristisch ausreichend kompetent, muss aber jetzt nicht unbedingt ein Jurist sein, muss auch nicht unbedingt ein Informatiker sein. Also diese Formulierung ist natürlich etwas schwammig, die lässt sich nicht so richtig greifen, aber ich denke, im Fall des Falles ist klar, was damit gemeint ist. Es darf keine Interessenkonflikte geben, das heißt also, es gibt ja potenziell Konflikte mit dem Rektorat, und deshalb
sollte der Datenschutzbeauftragte kein Mitglied des Rektorats sein. Es gibt potenzielle Konflikte mit den Systemadministratoren, deshalb sollte der Datenschutzbeauftragte auch kein Systemadministrator sein. Dann gäbe es ja Interessenkonflikte zwischen einer Person mit sich selbst und das ist eigentlich aus guten Gründen immer nicht erlaubt. So, und die Frage ist natürlich die, die in vielen Schulen mit Ja beantwortet wird, inwieweit oder ob nicht die Informatiklehrkräfte. Das sind die, die zur Hand sind sozusagen. Die haben schon eine der beiden notwendigen Kompetenzen, nämlich die fachliche Kompetenz und nach einer gewissen Fortbildung dann entsprechend auch die juristische Kompetenz. So, was heißt das Datenschutzbeauftragter? Was ist die Tätigkeit eines Datenschutzbeauftragten? Zunächst mal, ein Datenschutzbeauftragter ist nicht weisungsberechtigt. Der kann weder im Rektorat noch Lehrkräften, noch Schülerinnen und Schülern, noch Systemadministratoren irgendwie sagen, was sie zu tun haben. Aber in seiner Rolle als Datenschutzbeauftragter ist er auch nicht weisungsgebunden. Das heißt, wenn zum Beispiel Sie als Informatiklehrkraft Datenschutzbeauftragter sind, dann sind Sie als Lehrkraft gebunden an die Anweisung des Rektorats, aber nicht als Datenschutzbeauftragter. Als solcher sind Sie nicht gebunden an die Anweisungen des Rektorats. Sondern Sie haben kein Weisungsrecht, aber Sie haben unterstützende Funktionen, wirken auf die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben hin. Na gut, das ist wieder eine schwammige Formulierung. Sie haben halt kein Weisungsrecht, aber Sie können immer wieder vorstellig werden, immer wieder nerven, dass das und das nicht richtig ist oder eben entsprechend auch eine Anzeige machen an übergeordneten Datenschutzbeauftragten oder sogar gegebenenfalls an Polizeistaatsanwaltschaft, wenn es gerade Verhandlungen. Die Schulleitung, das Rektorat hat die Pflicht, Sie einzubinden in alle notwendigen Prozesse. Hier ist die Frage im Chat, muss die Lehrkraft die Funktion als Datenschutzbeauftragter annehmen und kann diese abgelehnt werden? Also niemand kann gegen seinen Willen zum Datenschutzbeauftragten verpflichtet werden, aber meistens ist es natürlich nicht so einfach, Nein zu sagen. Vor allem dann, wenn wirklich die Situation so ist, dass man eigentlich als Einziger wirklich in Frage kommt, dass keiner sonst eigentlich die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. So, Sie sind für alle die Ansprechpartner, auch für die Aufsichtsbehörde, also den übergeordneten Datenschutzbeauftragten. So, das war jetzt Datenschutzbeauftragter. Jetzt möchte ich noch auf ein paar wichtige Punkte beim Thema Datenschutz zu sprechen kommen, was für Sie als Lehrkräfte problematisch sein kann. Also Sie haben jetzt diese Verfahrens, wie hieß das? Gehen wir nochmal kurz zurück. Hier, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Das ist für die Schule erstellt. Wenn Sie mehr Daten sammeln, als in diesem Verzeichnis stehen, oder diese Daten für andere Zwecke benutzen, als in diesem Verzeichnis stehen, dann haben Sie schon den Datenschutz verletzt. Ja, zum Beispiel, wenn im Verzeichnis von Verfahrenstätigkeiten nur steht, dass die Fehltage gesammelt werden, aber Sie sammeln auch noch zusätzlich, ob die Fehltage krankheitsbedingt oder andersbedingt waren, dann haben Sie schon den Datenschutz verletzt. Wenn hingegen im Verzeichnis von Verfahrenstätigkeiten steht, dass die krankheitsbedingten Fehltage und von den anderen Fehltagen unterschieden werden sollen, dann ist die Frage, ob es dafür einen sinnvollen, einen notwendigen Zweck gibt, dann ist das okay. Und wenn es diesen nicht gibt oder wenn er nicht festgehalten ist im Verzeichnis von Verfahrenstätigkeiten, dann ist das natürlich eine Verletzung der Datensparsamkeit, der Datenvermeidung. Daten für andere Zwecke als die erlaubten verwenden, dass sie zum Beispiel dass sie zum Beispiel nebenher promovieren und dann die Daten, die sie von den Schülerinnen und Schülern haben, die Noten, die Fehltage und so weiter, dass sie dann die für ihr Promotionsvorhaben verwenden als Studiendaten beispielsweise. Wissenschaftliche Zwecke. Daten auf nicht erlaubten Geräten halten. Das ist natürlich etwas, was immer wieder passiert, dass sie auf ihrem privaten PC oder sogar auf ihrem privaten Smartphone die Daten
unerlaubterweise halten oder noch weitergehen, dass sie im Internet irgendwo mit den Daten umgehen. Das ist natürlich alles sehr, sehr weit entfernt. So, damit sind wir mit dem Thema Datenschutz auch noch durch. Ich möchte noch hinweisen auf eine Webseite, wo Sie vertiefte Informationen speziell für das Land Hessen hier zum Thema Datenschutz bekommen. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen, außer hier nochmal ein paar potenzielle Datenlecks, also wo Daten potenziell unabsichtlich auch rauskommen. Wo sie potenziell auch unabsichtlich Datenschutz verletzen können. Diese hier, damit möchte ich dann das Thema Datenschutz schließen. Gut, noch nicht ganz geschlossen. Kollision von Datenschutz mit anderen gewichtigen Interessen. Es gibt eigentlich ziemlich kein Datenschutz hat schon eine sehr hohe Stellenwert bei uns in Deutschland, weil er direkt aus § 1 des Grundgesetzes Würde des Menschen abgeleitet ist. Aber trotzdem ist Datenschutz immer im Einzelfall zu gewichten gegen andere gewichtige Güter, zum Beispiel Aufklärung von Verbrechen durch Daten, die eigentlich für ganz andere Zwecke, also zum Beispiel Videobilder, die für den Verkehrsfluss gedacht sind, um den Verkehrsfluss zu kontrollieren, ob es irgendwo Staus gibt, ob es irgendwo Unfälle gibt, dass die verwendet werden, um die Kennzeichen herauszulesen und damit dann Verbrechen zu verfolgen. Das wäre ein Beispiel. Oder natürlich noch krasser, nehmen wir mal an, durch eine Verletzung des Datenschutzes könnte man ein schweres Verbrechen verhindern. Solche Beispiele kann man sicher konstruieren. Gut, damit denke ich, sind wir fast mit der Zeit durch. Das ist jetzt eine gute Zäsur. Deshalb möchte ich jetzt an dieser Stelle die Aufnahme beenden und die Vorlesung für heute schließen.